Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Skyrim-Freunde. Ich muss mit Astrid sprechen. Sie ist hier in der Zuflucht. Folgt mir. Sie ist hier? Bei Cities. Ich glaubte schon, wir hätten sie verloren. Los geht's! Okay, los geht's. Ich glaube, nachdem das ganze Feuerspektakel weg ist, kann ich auch mal wieder die Stimme ein bisschen lauter machen. Nämlich, das war so mega laut. Ich danke, Babette. Bei euch, Zuhörer. Ja. Okay, was ist mit der armen Spinne passiert, die hier gelebt hat? Okay, wo ist sie? Oh. Ihr lebt, Siti, sei Dank. Ihr seht nicht wirklich gut aus. Astrid. Still. Bitte, ich muss euch... So viel sagen und ihr habt nicht so viel Zeit. Es tut mir so leid, Pinnitus Oculatus. Maru, er sagte, wenn wir euch ihnen aushändigen, würde er die dunkle Bruderschaft in Ruhe lassen. Für immer. Bei Cities, ich war ja so töricht. All dies, es ist meine Schuld. Es gibt unter uns niemand Besseren als euch und ich hätte euch beinahe umgebracht. Genau wie ich alle anderen umgebracht habe. Oh mein Gott, ihr habt mich in den Tod geschickt. Cisis, in der Leere wird über euch urteilen. Ich habe Mitleid mit euch. Mitleid. Meine Güte, ich bin aber heute schlecht drauf im Vorlesen, du. Ich habe irgendwie eher Mitleid mit ihr. Sie war eigentlich immer so die ganze Zeit ganz korrekt und kam einem nie schräg vor oder sowas, oder? Nein, ich verdiene kein Mitleid. Ich verdiene jedes noch so grausame Schicksal, das der Fürst des Schreckens für mich vorgesehen hat. Ich habe euch verraten. Und nun hat Maru mich verraten. Wie passend. Ich wollte das alles... So bleibt, wie es war. Vor Cicero, vor der Mutter der Nacht, vor euch. Ich glaubte, ich könnte uns retten. Doch ich habe mich geirrt. Aber ihr lebt. Also gibt es immer noch Hoffnung. Eine Hoffnung auf einen Neuanfang. Einen Neuaufbau. Darum habe ich das hier getan. Versteht ihr denn nicht? Ich habe zur Mutter der Nacht gebetet. Ich bin das schwarze Sakrament. Was wollt ihr damit sagen? Ihr hattet recht. Die Mutter der Nacht hatte recht. Die alten Bräuche, sie lenkten die Wege der dunklen Bruderschaft über viele Jahrhunderte. Es war töricht von mir, sich gegen sie zu stellen. Und um euch meine Aufrichtigkeit zu beweisen... habe ich für einen Auftrag gebetet. Ihr führt diese Familie nun an. Ich überreiche euch hiermit die Klinge des Wehklagens, damit ihr den Auftrag erfüllen könnt. Ihr müsst mich töten. Abgeschlossen. Sprich mit Astrid. Töte Astrid. Optional. Bringe die Klinge des Wehklangs in deinen Besitz. Würdet ihr sie jetzt töten oder einfach liegen lassen und gehen? Astrid, heiliger Wüstensand, ich verstehe es immer noch nicht. Ein Kuss, liebste Mutter. Die Losung, wie man die dunkle Bruderschaft herbeiruft. Nehme ich mit als Andenken. Ah, kann ich gar nicht. Doch, kann ich doch.
Astrid, heiliger Wüst. Ich würde es nicht glauben, wenn ich es nicht mit eigenen Ohren gehört hätte. Wie konnte Astrid uns das antun? Seltsamerweise habe ich nur Mitleid für sie. Seltsamerweise haben wir das vermutlich alle. Wir nehmen uns aber noch einen ungewöhnlichen Stein auf jeden Fall mit. Und dann reden wir zunächst mal mit der Mutter der Nacht. Wo ist denn die? Wieso ist die hier? Ach, ja, die war schon vorhin auch. Es ist tot. Es ist, wie es sein soll. Möge sie Erlösung in der Leere finden. Doch solange ihr lebt, lebt auch die dunkle Bruderschaft. Wir müssen unseren Kontrakt erfüllen. Kaiser Titus Mede der Zweite muss beseitigt werden. Sprecht mit Amon Moutier in der beflaggten Meere in Weißlauf. Er wird den Aufenthaltsort des wahren Kaisers kennen. Doch zuerst informiert Nasir über eure Pläne. Denn ihr seid der Zuhörer und müsst diese Familie zusammenschmieden. Abgeschlossen. Wettlauf mit dem Tod. Sprich mit Nasir. Das ist schon ziemlicher Hammer, oder? Dann wollen wir mal Nasir von unseren Plänen berichten. Hey. Bei Cities, was für ein Chaos. Das ist dann wohl das Ende. Nicht so ganz. Die Mutter der Nacht hat erneut zu mir gesprochen und Befehle erteilt. Was? Und was hat sie gesagt? Ich muss noch einmal mit Amon Moutier sprechen, wegen dem Kaisermord. Amon Moutier? Aber das würde ja bedeuten... Genau. Der Auftrag bleibt bestehen. Der echte Kaiser muss ermordet werden. Von uns. Ihr meint, es ist noch nicht zu spät? Aber wie? Unser Plan ist gescheitert, alle sind tot, die Familie... Unsere Familie wird weiterleben, Nasir. Vertraut mir einfach. Es geht immer weiter. Wie ihr wollt, mein Zuhörer. Bringt in Erfahrung, was dieser schleimige Bastard Moutier zu sagen hat und schickt dann den Kaiser zu Cities. Aber wenn ihr dort fertig seid, gibt es doch keinen Grund mehr, hierher zurückzukommen, nicht? Könnten wir uns nicht in der Dämmersternzuflucht ein echtes Zuhause aufbauen? Stoßt dort zu Babette und mir, wenn ihr die Sache mit dem Kaiser erledigt habt. Und keine Sorge, ich finde schon eine Möglichkeit, die Mutter der Nacht zu transportieren. Und jetzt los mit euch! Und kommt mit einem Fass voller Gold zurück, ja? Babette, Kleine. Solange ich dich nicht mit einem kaputten Pferdewagen irgendwo finde, alles gut. Sollen wir noch irgendwas, bevor wir vermutlich nie wieder hier reinkommen werden, wollen wir noch irgendwas mitnehmen? Zum Glück haben wir noch den ungewöhnlichen Stein eingesackt, oder? Vermutlich das letzte Mal, dass wir dieses Quartier betreten haben, meine Gaming-Freunde. Wir verlassen es mit ein wenig Ehrfurcht. Auf nach Himmelsrand. So, und normalerweise müsst ihr jetzt unsere beste Freundin oder eine unserer besten Freundinnen, Serana, vor der Tür auf uns warten. Willst du ruhig mitkommen können? Ja, was wolltet ihr? Naja. Wir werden nach Weißlauf reisen. Zack. Um da in die befleckte Meere zu gehen. Hinein. Schauen wir mal, was da so los ist. Ich finde, es gibt immer noch keine so richtig schöne Städte-Mod. Also, Weißlauf sieht noch genauso karg aus wie vorher. Also, eine richtig coole Mod fehlt mir eigentlich noch. Ja. Auch sind irgendwie die, auch wenn die Schmiedinnen äußerst hübsch sind hier. Auf vielerlei Weise. Das ist den Leuten nicht bewusst. Ja.
Gibt's hier keine guten Waffen? Das sieht hier alles noch so ein bisschen karg aus und so. Vielleicht genau das Richtige für uns. Wir könnten uns auch mal als Söldner probieren, natürlich. Gegrüßt, Reisender. Ja, sei selber gegrüßt. Sammlerstöcke und ziehe Schmuck. Ist immer alle labern, oder? Rein in die befleckte Möhre. Ich habe gerade das Feuer neu angefacht. Setzt euch und wärmt euch auf. Ich fasse es nicht. Wir hörten, ihr wäret tot. Mortiere ist im hinteren Raum, wenn ihr etwas mit ihm zu bereden habt. Ich danke euch, Rexus. Ihr! Was ist? Ich sagte doch, ich möchte nicht gestört werden. Sisis gebührt eine Seele, findet ihr nicht? Bei den Göttern, ihr lebt ja noch. Aber ich habe gehört, eure Zuflucht. Bitte, ihr dürft jetzt nicht denken, ich hätte irgendetwas damit zu tun. Ich wollte, dass der Kaiser stirbt. Der wahre Kaiser. Das will ich immer noch. Es war Maro. Er... Der Kaiser. Der echte Kaiser. Wo ist er? Ihr meint, nach alledem ist die dunkle Bruderschaft immer noch willens, den Vertrag zu erfüllen? Das sind ja verblüffende Neuigkeiten. Wunderbare Neuigkeiten. Der Kaiser befindet sich immer noch in Himmelsrand, aber nicht mehr sehr lange. Er ist an Bord seines Schiffes, der Kataria, die in der Bucht von Einsamkeit vor Anker liegt. Doch ihr müsst euch beeilen. Wenn es euch gelingt, an Bord dieses Schiffes zu gelangen und Titus Mede den Zweiten zu töten, wie vereinbart, dann verrate ich euch, wo sich das Versteck befindet, das euren Lohn enthält. Ich glaube, du wirst auch noch sterben. Kommandant Maro! Wo ist er? Ich kann gut nachvollziehen, dass ihr diese Rechnung begleichen wollt. Zuletzt ist er am Hafen von Einsamkeit gesichtet worden, wo er die Abreise des Kaisers vorbereitet. Mit welchen Sicherheitsmaßnahmen muss ich dort rechnen? Ihr macht wohl Witze. Das ist der richtige Kaiser, nicht irgendein billiger Doppelgänger von Septim. Er wird sicher von Elite-Leibwächtern umgeben sein. Ihr werdet alle Hände voll zu tun haben. Andererseits glauben alle, die dunkle Bruderschaft sei gänzlich ausgelöscht worden. Vielleicht sind sie ein bisschen nachlässiger als sonst. Wie komme ich an Bord? Nun, das weiß ich auch nicht. Es befindet sich in der Bucht von Einsamkeit. Das ist der Meeresarm unmittelbar nördlich vom Hafen. Ihr solltet wohl einfach zum Hafen gehen und schwimmen? Na, ist klar. Bitte, beeilt euch. Das Schiff des Kaisers wird nicht ewig vor Anker liegen. Wir sehen uns noch wieder. Es ergibt sich so bald nicht wieder. Sirana! Ja? Was wollt ihr? Mit. Und mit lautem Klirren folgte schnell lieb auf ihn. Seid gegrüßt, Reisender. Ja, seid auch gegrüßt. Braucht ihr etwas? So, jetzt wäre die Frage, holen wir die Mädels ab? Holen wir den Trupp der Verwüstung? Questmäßig? Warum geht das nicht? Ich kann nicht hin und her schalten. What's wrong? Hallo? Jetzt wieder. Heil Sisis. Die Mutter der Nacht hat erneut zu mir gesprochen, der wahre Kaiser muss ermordet werden. Begib dich an Bord der Kataria und wir werden auch Kommandant Maro töten. Auf jeden Fall. Da müssen wir hin. Und ich glaube, wir holen mal den Stoßtrupp vorher ab, oder? Schadet ja nicht, ein bisschen Verstärkung mitzunehmen. Denn wir werden da Blut und Verwüstung hinterlassen. Ayla, komm mit. Geht voran. Lydia? Wir brechen auf? Ja, komm mit. Wie ihr wünscht, Tane. Ich werde euch mit meinem Leben beschützen. Das ist nett von dir. So, wo ist mein Trollfreund? Ich wusste es, der Troll ist gegangen. Den Troll darf man nicht zu lange alleine lassen. Oder hüppelt er uns gleich irgendwo hinterher? So, Mädels, wir schwimmen darüber. War natürlich nur Spaß. Wir nutzen natürlich die Karte. Und... Okay, da müssen wir hin. Ich würde sagen, wir töten erstmal den Typ, oder? Eins nach dem anderen.
Das will ja alles noch hier ordentlich erledigt werden. Ein Kampf. Interessiert uns nicht. Haben wir nichts mehr zu tun, Mädels. Wir gehen unsere Wege. Jetzt fangt bloß nicht da an, mit zu streiten. Serana, kommt Serana mit oder kämpft Serana schon wieder? Hallo? Woher seid ihr gekommen? Ach, ihr könntet auch nicht sein lassen, oder? Sterb endlich. Der Dolch des Wehleidens. Oder wie hieß der nochmal, den ich gerade eben benutze? Ich weiß es schon nicht mehr. Wie hieß der? Die Klinge des Wehkleidens. Wie Klagens. Wie Leidens. Ist auch egal. Da fällt mir ein, ich bin noch ein Bogenschütze. Das sollte man nicht vergessen. So, meine Freunde. Lasst uns die Ziele der dunklen Bruderschaft ehren und erfüllen. So wahr die Mutter der Nacht uns helfe. Bisschen schwieriger Weg für die Mädels, glaube ich, hier, den ich hier gewählt habe. Könnte mir vorstellen, dass die dir nicht gehen können. Ah, doch. Ja, eine konnte es. Mach mir auf Sneaky. Ist da jemand? Hallo, Kommandant Maro, mein Freund. Los, Bruder! Bleib bloß liegen, du Sack, ey. Wir brennen dich bis auf die Eingeweide nieder. Versuch's gar nicht erst. Moment, Moment, Moment. Wo ist die Klinge des Wehleidens? Wenn du mit einer Waffe stirbst, dann mit der Waffe von Astrid. Ihr habt mich besiegt. Tot. Toll, er besitzt eine Fackel. Epischer finishing Move. Der war besser als der Move bei unserem eigentlichen Ziel, oder? So, meine Freunde, da drüben ist das Schiff. Verdammte Hacke, da müssen wir jetzt hinlaufen, ey. Was ist mit dir los? Hast du keinen Bock? Vampir-Lady? Frech, oder? Ganz schön frech. Aber so in der Nacht zu kommen, ist irgendwie gar nicht so übel, oder? Ich weiß nur nicht, ob die Mädels wirklich da mitkommen werden, wenn ich jetzt zu dem Schiff rüberschwimme. Lagerhaus der Ostkaiserlichen Handelsgesellschaft entdeckt. Kurzer Zeit. Punkt für einen Speicherpunkt. Wie schön, hier gibt's Straßenlaternen. Das ist eine gute Gegend. Auch in der Dunkelheit gibt's Licht. Mädels? Da oben kommt irgendeine. Das sind so gruselige Weiber. Unglaublich. So, meine gedrungenen Meuchelmörderfreunde. Da ist das Ziel der Reise. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder, wenn's da heißt, töte einen Kaiser. Ich sag bis dahin auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen, schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal und haut rein.